Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rathaus Live hier aus dem Bürgermeisterzimmer im Rathaus 1 in Bennendorf im Stadtpark. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu unserer Sendung hier aus dem Rathaus, wo wir über aktuelle Themen informieren wollen, auch auf Ihre Fragen eingehen können, die Sie uns im Vorhinein geschickt haben. Das haben Sie auch wieder zu Genüge getan und deswegen freut es mich sehr, auf einige Themen heute eingehen zu können und anschließend auch noch einen kleinen Ausblick geben zu können. Ja, ein Thema war in den letzten Wochen in Bennendorf, vor allen Dingen in der Innenstadt, immer wieder ein Thema und da kamen auch einige Fragen zu, nämlich das Thema der Fahrradstraße in der Concordiastraße. Es gibt seit Anfang des letzten Monats, Anfang September, die erste Fahrradstraßenregelung hier in Bennendorf. Das geht zurück auf einen Beschluss des Stadtrates aus dem Jahr 2020, als der Stadtrat die Planung als Fahrradstraße einstimmig beschlossen hat. Und jetzt haben wir 2023, die Umsetzung brauchte etwas länger, da die Thematik auch noch für uns in Bennendorf hier Neuland war, wie in vielen anderen Städten und Gemeinden auch. Es mussten auch noch einzelne Schilder noch zusätzlich aufgestellt werden. Das kommt jetzt immer mehr auch raus. Aber es ist ein wichtiger Schritt hin zu einer fahrradfreundlichen Stadt, zu einer fahrradfreundlicheren Stadt. Eine der vielen Maßnahmen, die vorgesehen sind in dem ebenfalls vom Stadtrat verabschiedeten Fahrradwegeplan, den wir für Bennendorf in den nächsten Jahren vorhaben. Was gilt in der Fahrradstraße? In der Fahrradstraße gilt Tempo 30 und der Radverkehr hat dort Vorrang gegenüber dem sogenannten motorisierten Individualverkehr. In den meisten Fällen geht es da um ihre PKWs und um diejenigen, die mit dem Motor einfach fahren. Radfahrende dürfen dort auch entgegen der Einbahnstraße fahren. Es ist zudem erlaubt, dass mehrere Fahrräder nebeneinander fahren. Und das Schild Anliegerfrei unter dem Verkehrszeichen Fahrradstraße, das erlaubt es auch den Fahrerinnen und Fahrern von Kraftfahrzeugen, die Fahrradstraße zu befahren, die direkt in der Fahrradstraße ein Anliegen haben. Natürlich ist hier auch Rücksichtnahme gefordert, gerade auch wenn es eine neue Regelung wie diese ist. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Wochen natürlich auch kritische, aber auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und deswegen wollen wir heute genau darauf eingehen, was es eigentlich bedeutet und was es auch für die Zukunft bedeuten wird. Eine Frage, die gestellt wurde, war, ob auch geplant ist, den Teil der Concordiastraße zwischen Aldi Kreisel und der Adolf-Kolpingstraße ebenfalls noch zur Fahrradstraße umzuwidmen. Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass es momentan nicht geplant ist, diesen Teil eben zwischen Concordiastraße und dem sogenannten Aldi-Kreisel ebenfalls als Fahrradstraße umzuwidmen. Wir beobachten die Situation weiterhin genau und gegebenenfalls wird es da auch nochmal in Zukunft Änderungen geben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, zwischen Adolf-Kolpingstraße und Aldi-Kreisel ist diese Anpassung nicht geplant. Es gab viele positive Stimmen auch. Auch kritisch, aber die positiven Stimmen haben auch sich dafür bedankt, dass dies auch eine gute Maßnahme ist für die Schülerinnen und Schüler aus Mühlhofen beispielsweise, die diesen Weg auch benutzen können für den Weg zum Schulzentrum. Es ist, wie gesagt, eine von vielen Maßnahmen, die in der Zukunft geplant sind hier in Bennendorf, um das Thema Fahrradwege in Bennendorf auch besser aufwerten zu können. Aufregung gab es auch in der jüngsten Vergangenheit nochmal, vor allen Dingen wegen Kontrollen am Montag, als die Zufahrt zum Parkplatz vom Einkaufszentrum dort nicht als Anliegen beurteilt wurde. Was war das für eine Situation? Das Ordnungsamt ist ja in Bennendorf und überall anders auch für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Der fließende Verkehr gehört zu dem Aufgabenbereich der Polizeiinspektion Bennendorf. Und wir haben natürlich die Polizei auch mit einbezogen in die Planung und Durchführung der Fahrradstraße und auch die über die Mitteilung, dass dieses jetzt umgesetzt ist. Und uns wurde jetzt mitgeteilt, dass bei den Kontrollen in der vergangenen Woche die Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufszentrums mit einem Verwarnungsgeld bestraft wurde. Das entspricht nicht unserer Rechtsauffassung, ist auch nicht im Sinne unserer Regelung und deswegen haben wir natürlich direkt Kontakt aufgenommen, haben nochmal mit dem der Polizeiinspektion Bennendorf uns ausgetauscht. Gestern am Mittwoch gab es bereits eine Ortsbesichtigung dort vor Ort mit Ordnungsamt und Polizei. Ist jetzt so, dass ein Fachberater eingeschaltet wird und oder bereits wurde, um diese Frage zu klären. Notfalls erwäge ich, die Beschilderung so zu versetzen zu lassen, dass eine Zufahrt zu dem Parkplatz auf jeden Fall weiterhin ermöglicht wird. Wir bleiben dran und danke auch hier für die Hinweise und ich verstehe das Ärgernis und wir müssen da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ebenfalls eine Frage des Verkehrs und ein Thema ist in dem Bereich des Stadtteils Sein, besonders in Altsein. Hier gibt es eine neue Regelung und viele Fragen kamen dort an zum Thema Anwohnerparken in Sein. Wie Sie alle wissen, gibt es in
als Rhein eine schwierige Parkplatzsituation. Dort gibt es viele Verkehrsinteressen, die aufeinander prallen und im sehr begrenzten Raum wollen da viele Menschen, viele Verkehrsteilnehmer den sehr begrenzten Verkehrsraum für sich nutzen. Und deswegen gab es auch große Auswirkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner dort vor Ort. Und es gab deswegen einen großen Wunsch nach Maßnahmen in diesem Bereich. Im Jahr 2021 gab es bereits einen Antrag einer Fraktion im Stadtrat, die diese Probleme auch aufgegriffen hat, das Parken in Alzey zum Thema gemacht hat. Und damals wurde die Verwaltung auch beauftragt, das Thema Anwohnerparken zu thematisieren und zu überprüfen. Es gab dann im letzten Jahr, im Jahr 2020, bereits eine erste mögliche Version, die wir vorgestellt haben. Die wurde auch vom Rat verabschiedet. Und im Oktober 2022 haben wir auch in der Stadthalle eine Versammlung für die Bürgerinnen und Bürger durchgeführt hat, wo leidenschaftlich diskutiert wurde über das Für und Wider. Wer hat da Vorteile von? Wo liegen die Nachteile? Und jetzt letzten Endes in der letzten Sitzung des Stadtrates wurde die endgültige Version vorgestellt, diskutiert und beschlossen. Und diese Satzung, diese Verordnung, die dort beschlossen wurde, die sagt jetzt aus, dass im Bereich, im Quartier Alzey auf folgenden Straßen es Anwohnerparkplätze geben wird, nämlich in der Brunnengasse, dort wird es 24 Stunden gelten, in der Brecksstraße, im Straßenabschnitt zwischen der Abteistraße bis zur Burggasse und der Brunnengasse bis zur hinteren Abteistraße ebenfalls 24 Stunden gültig, ebenso wie innerhalb der Burggasse und der Parkplatz vor der Feuerwehr, den Sie auch sicherlich alle kennen. Dort wird die Regelung in der Zeit zwischen 18 und 19 und 9 Uhr morgens gelten, also zwischen 18 Uhr abends und 9 Uhr morgens. Die übrigen Parkplätze im Quartier Alzey stehen weiterhin der Allgemeiner zur Verfügung und es gibt so ein paar Voraussetzungen, um diesen Parkausweis auch erhalten zu können. Sie müssen Ihren Wohnsitz in dem Bewohnerparkgebiet haben und ein Fahrzeug besitzen, das auf Sie auch zugelassen ist oder nachweislich auch von Ihnen genutzt wird. Es darf weder ein privater Stellplatz noch eine Garage zur Verfügung stehen und die Anträge können ans Ordnungsamt hier in Bendorf gestellt werden. Das größte Thema war und ist vollkommen verständlicherweise und am meisten diskutiert das Thema der Gebühren. Aufgerufen wurden dort jetzt 200 Euro für 12 Monate für einen solchen Bewohnerparkausweis. Ich möchte auch hier nochmal kurz darauf eingehen, wie diese Gebühr zustande gekommen ist. Wir haben im Jahr 2020 dargestellt, dass es damals noch keine Rechtsgrundlage gab für eine kostendeckende Gebühr für einen Bewohnerparkausweis. Diese wurde in diesem Jahr auch dann geschaffen vom Land Rheinland-Pfalz. Im letzten Jahr wäre also die Höchstgebühr gewesen 30,70 Euro. Und in diesem Jahr ist dieses aufgehoben worden, sodass eigene Gebühren festgesetzt wurden. Wir hatten damals den Auftrag bekommen, zu erarbeiten, was die kostendeckende Gebühr wäre, auch mit einem erhöhten Kontrolldruck durch unser Ordnungsamt. Und da gab es einen Vorschlag und es gab dann innerhalb der Diskussion im Ausschuss einen Antrag, diesen Vorschlag der Verwaltung, der sich an den Auftrag, den wir bekommen haben, orientiert hat, abzusenken von 360 Euro auf 200 Euro im Jahr und eine Begrenzung einzuführen für diese Satzung, die zunächst nur für 2 Jahre bis zum Ende 2025 gelten soll. Ich muss dazu sagen, dieses Thema des Anwohnerparkausweises ist durchaus ambivalent zu betrachten. Es werden dadurch keine neuen Parkplätze geschaffen. Das heißt, der Parkdruck wird sich verlagern. Es werden dadurch auch nur begrenzt Möglichkeiten geschaffen, auch durch die Begrenzung der Gebühr, dass der Kontrolldruck immens aufgebaut werden kann. Natürlich werden wir besonders in den Anfangszeiten einer solchen Regelung die Kontrollen dort intensiviert vorstellen. Aber es wird durch diese Einführung kein neues Personal geschaffen in der Stadtverwaltung Bendorf, sodass ich auch nur darauf hinweisen möchte, dass diese Regelung keine eierlegende Wollmilchsau ist, die alle Probleme lösen kann. Ganz im Gegenteil, es wird Probleme lösen, aber es wird nicht alle Probleme lösen können. Es war ein Auftrag der Bevölkerung, ein Auftrag des Stadtrates und jetzt hat der Stadtrat so entschieden und wir sind alle gespannt, wie das Ganze angenommen werden wird und sind sicherlich auch interessiert an Ihren Rückmeldungen, die, davon gehe ich aus, auch bei uns ankommen werden. Ein weiteres Thema, wo auch Fragen gekommen sind, bezog sich auf das Thema der gestern gestarteten Aktion des Auftakts Grüne in Deckerstadt im Ideenkino. Die Fragen waren, was hat es damit auf sich, was ist das überhaupt? Gestern fand im Ideenkino, also unserem alten Kino hier in Bendorf, die Auftaktveranstaltung statt zu einem neuen Beteiligungsprozess.
Bereits im Rahmen der Landesgartenschaubewerbung wurde die Idee einer grünen Entdeckerstadt Bendorf geboren mit einem Entdeckerparcours. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Konzept aus der Landesgartenschaubewerbung mit Hilfe einer Landesförderung auch umzusetzen. Mit im Boot ist dabei die Firma CoConsult. Diese bringt der Stadt Bendorf interessierte Personen und ihre Ideen zusammen, um grüne Geschäftsmodelle für die Innenstadt zu entwickeln und zu erproben. Wir wollen die Innenstadt fit machen für eine klimaangepasste Zukunft. Dazu gehört auch mehr Leben und mehr Möglichkeiten in die Innenstadt zu bringen. Fragen sind dabei zum Beispiel: Wie können wir uns in Bendorf auf die Klimaveränderungen vorbereiten, die unabweigerlich kommen werden? Wie könnte die Bendorfer Innenstadt als Showroom vielleicht für Klimaprodukte oder Dienstleistungen attraktiver werden? Und auch das Bendorfer Klimaanpassungskonzept, das in den kommenden Monaten erstellt wird, spielt dort eine große Rolle. Erste Ideen, erste Konzepte wurden gestern bereits vorgestellt. Viele, viele Menschen waren dort vor Ort. Es gab ein tolles Buffet von Foodsharing, nur von gerettetem Essen, die die Menschen auch gerne angenommen haben. Es gab tolle Gespräche, tolle Workshops. Und wir freuen uns, wenn Sie gestern dabei waren, wenn Sie weiterhin dabei sind, aber auch wenn Sie dazukommen und uns als Wegbegleiter, UnterstützerInnen, Partner oder IdeengeberInnen mit dabei sein können. Das ist ein ganz wichtiger Prozess für die Entwicklung der Innenstadt in Bendorf. Und ebenfalls einen ganz wichtigen Prozess haben wir vor kurzem zumindest zwischen abgeschlossen, nämlich das Thema unserer Idee für eine Wasserstoffwirtschaft hier in Bendorf und der Region. Am 27. September fand in unserer Kruppschen Halle auf dem Gelände seiner Hütte die Abschlussveranstaltung statt zum Projekt High Starter. Es gab vom Mai 2022 bis diesen Juli 6 Strategiedialoge, die stattgefunden haben mit einem Akteursnetzwerk von 48 Akteuren aus der Privatwirtschaft, der kommunalen Verwaltung, Wissenschaft, Verbänden, Politik, um Konzepte für eine dezentrale Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln in der Region Mittelrhein-Eifel-Westerwald mit einem Kernbereich hier in Bendorf. Es wurden dabei ganz viele wunderbare Ideen entwickelt und auch erarbeitet, zum Beispiel für die Umwandlung des Industriehafens in einen Wasserstoff-Hub. Die Ergebnisse können Sie sich gerne einmal anschauen. Ich glaube, es ist wirklich etwas geworden, was sich vorzeigen lässt. Es gibt einen umfangreichen Abschlussbericht, den Sie finden unter bendorf.de/wasserstoff. Dort stehen noch viele weitere Informationen bereit, denn wir wollen auch weitermachen. Wir wollen diesen Drive aus dem Prozess mitnehmen und jetzt ein neues Akteursnetzwerk aufbauen. Und es gibt bereits die ersten Interessenten und wir sind uns sicher, dass hier nicht das Allheilmittel liegt, aber ein großes Potenzial für uns als Bendorf, als Stadtgemeinschaft hier dargestellt wird, was wir auch gerne heben möchten. Ein riesiges Dankeschön an alle Akteure aus dem High-Starter-Netzwerk für die Zeit, für die Expertise, natürlich auch meinem Team hier in der Verwaltung. Wir wollen jetzt gemeinsam mit diesem Thema weiterarbeiten und die Entwicklung zur Wasserstoffregion auch vorantreiben. Ebenfalls ein wichtiges Thema, was Ihnen unter den Nägeln brennt, ist immer die Forderung oder der Wunsch nach digitaleren Angeboten hier in der Verwaltung. Daran sind wir auch weiterhin natürlich ganz primär mit dran. Auf ein Angebot möchte ich kurz noch hinweisen. Es gibt vor dem Einwohnermeldeamt bei uns in Bendorf hier im Rathaus 2, dort, wo Sie Ihre Ausweise, Pässe beantragen können, jetzt die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Passbild anfertigen zu lassen, was da direkt digital übertragen wird in unser System. Also es ist eine weitere Möglichkeit, den Prozess zu vereinfachen. Im Frühjahr soll es auch einen Amtomat hier in Bendorf geben, wo Sie auch die Möglichkeit haben werden, Dokumente, Ausweise und Sonstiges abzuholen, ohne einen Termin vereinbaren zu müssen. Auch daran sind wir jetzt dran in der Vollendung und wir gehen davon aus, dass im Frühjahr, im ersten Quartal 2024 das abgeschlossen werden kann. Ja, soweit von mir heute zu den Themen in und rund um Bendorf. Das nächste Mal werden wir uns sehen hier in diesem Format im Dezember 2023, dann wahrscheinlich bereits nach dem Weihnachtsmarkt. Das heißt, es steht noch ein großes Highlight uns allen bevor. Ihnen allen wünsche ich in dieser teilweise schwierigen Zeit, dass Sie gesund bleiben, dass Sie optimistisch bleiben und gemeinsam mit uns für die Stadt Bendorf zusammenarbeiten können. Nutzen Sie auch weiter die Gelegenheit von den persönlichen Sprechstunden, die ich anbiete, auch den digitalen Sprechstunden. Gleich im Anschluss an diese Sendung werde ich auch noch mit Bürgerinnen und Bürgern 1:1 Gespräche digital führen, wo wir uns darüber austauschen werden, was Ihre kleinen oder auch großen Probleme sind, die wir eben nicht in der Öffentlichkeit besprechen wollen, sondern im kleineren Rahmen. Ihnen allen noch einen schönen Tag. Danke für Ihr Interesse und die Unterstützung für die Stadt Bendorf. Und jetzt machen Sie es gut, bleiben Sie optimistisch.